Dieser Mann hat den Auftrag seines Lebens. Er soll einen Tunnel bauen unterm Terminal. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn es jetzt losgeht. Ich bin richtig, richtig happy. Seit 4 Jahren arbeite ich wirklich auf diesen Moment hin. Natürlich ist das Projekt viel diffiziler. Wir haben viel mehr Sachen gemacht, als nur diesen Tunnel vorbereitet. Aber nichtsdestotrotz, mit dem Tunnel geht es doch jetzt eigentlich los. Das ist der Startpunkt. Nur mit dem Tunnel können wir die Gepäckförderanlage verbinden. Nur mit dem Tunnel macht das ganze Projekt überhaupt einen Sinn. Heute geht's los. Peter Heckert ist Projektleiter. Einen Tunnel bauen mitten im Flugbetrieb, das hat sich in Europa noch kein Flughafen getraut. Frankfurt ist der erste. Da muss Herr Heckert jetzt durch. Die größte Herausforderung ist, dass direkt hier oben drüber die Gepäckausgabehalle ist. Und die Leute wissen gar nicht, dass wir unter ihnen, wenige Zentimeter unter ihnen, diesen Tunnel buddeln. Es ist statisch alles mehrfach überwacht. Wir haben sehr viele Probebohrungen gemacht. Also was das Erkunden angeht, sind wir auf jeden Fall safe. Aber man weiß ja nie. Im schlimmsten Fall kann hier alles einstürzen. Aber davon geht Peter Heckert nicht aus. Erstens ist er Optimist und zweitens Handwerksmeister. Seit Jahren. Ich habe vorher bei einem Unternehmen gearbeitet, was für den Flughafen gearbeitet hat. Und dadurch habe ich Kontakte geknüpft und hatte irgendwann die Chance, hier anzufangen. Aber es ist wirklich Faszination Flughafen. Es ist so. Für den Tunnel hat er Bergarbeiter aus Österreich bestellt. Tunnel sind normalerweise unter der Erde, am Flughafen im ersten Stock. Ja, und hier ist der Bereich, wo wir unseren Anschlag jetzt machen. Vor wenigen Tagen flogen hier noch Taschen und Koffer vorbei auf der weltweit längsten Gepäckförderanlage. Sie wird jetzt erweitert. Schneller, effizienter soll sie arbeiten und 2 Terminalbereiche im Tunnel direkt miteinander verbinden. Hier wollen sie bohren. Was wir hier alles umbauen mussten, Sprinklerleitungen, Entrauchungskanäle. Wir mussten eine komplett neue Entrauchung bauen mit 2 riesengroßen Entrauchungstürmen. Nur für einen 14 Meter langen Tunnel. Ob Gotthard, Elb oder Terminaltunnel, vor jedem Anstich steht die Segnung des Tunnelbaus. Die Bergarbeiter aus Tirol. Bahn- und Autotunnel haben sie schon gebaut. Ein Loch unterm Terminal noch nie. Die Segnung also keine schlechte Idee. Ist auch Tradition, seit Jahrhunderten. Ein Fall für die Flughafenpfarrerin mit ihren Kollegen und der Schutzpatronin. Die heilige Barbara. Die heilige Barbara, die seit Jahrhunderten die Minenarbeiter und Bergbauarbeiter begleitet als Schutzpatronin. Sie soll auch diesen Tunnel begleiten mit ihrer Gegenwart. Eine irdische Patin gibt es auch. Frau Graf vom Bodenverkehrsdienst. Also segne, guter Gott, diese heilige Barbara. Segne Stellvertreterin. Eiwasser gibt es nicht in trockener Form. Und so bitten wir dich um deinen Segen für dieses ganze Projekt, guter Gott. Segne sie vor allem und uns alle, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die Rolle des irdischen Schutzpatrons übernimmt im Tunnelbau traditionell eine Frau. Sie soll die Arbeiter versorgen und bei Kräften halten. Das ist Brauchtum, Jahrhunderte alt. So, liebe Petra, liebe irdische Vertretung der heiligen Barbara, walte deines Amtes. 80 Tage hat Peter Heckert für den Tunnelbau eingeplant. So lange wacht die heilige Barbara über die Bauarbeiten. Die erste Baggerschaufel ist für die Patin reserviert. Schon mal gefahren, so ein Ding? Nein. Na dann, Glück auf. Mit Gefühl, Beine die ein bisschen nach vorne. Mit Gefühl nach vorne. Mit Gefühl. Ja, zurück, meine. Ja,
fühle mich geehrt. Soweit die Tradition. Ab jetzt wird gebaggert. Alles raus hier, sofort. Ich mach mal den Anfang.